Die Konkurrenz aus dem Internet macht dem Handel zu schaffen. Die Antwort? Der Brodusnet-Kiosk fürs Geschäft. Ab jetzt auch im XXL-Format. 32 Zoll Kiosk. Also das macht natürlich auch einfach Eindruck. Das schaut toll aus. Natürlich aber auch nicht nur reine Optik. Hat natürlich gerade den Vorteil, dass wir bei unseren hochauflösenden Fotos zum Beispiel, die wir drin haben, die schauen natürlich auf diesem großen Display auch noch mal toller aus. Wir haben ja gute Verkäufer vor Ort. Also gerade wenn der Verkäufer sieht, hey, mein Kunde hat eine Apple Watch, ja, dann kann er eben jetzt sagen, hey, du hast eine Apple Watch, wir haben tolles Zubehör für die Apple Watch. Gehen mit dem Kunden zusammen an den Kiosk und suchen ihm das passende Produkt raus. Wenn ich mir überlege, in wie viele Mobilfunkshops kann ich heute reingehen, wo eine Apple Watch verfügbar ist? Und in wie viele kann ich dann reingehen, wo eine Lederband für eine Apple Watch verfügbar ist? Ja? Das kann ich halt einfach nur durch einen Kiosk erreichen, weil das lege ich mir als Händler im Zweifelsfall halt nicht hin, weil die Gefahr, dass ich es vielleicht nach 2 Monaten nicht mehr verkaufen kann, ist halt relativ groß. Deswegen im Kiosk ohne Kapitalbindung habe ich die Ware trotzdem verfügbar. Thorsten Retzke setzt seit einem Jahr auf den Brodusnet-Kiosk. Auf der Roadshow hat er sich jetzt gleich das neueste Modell bestellt. Jeden Tag haben wir mehr Zuwachs, wo am Computer stehen, sich wirklich die ganzen einzelnen Artikel anschauen. Es sind Produkte drin, die jetzt im Mediamarkt Saturn nicht zu finden sind. Für uns als, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, kleine Händler, ein Riesenplus. Der vernetzte Laden. Für Dominik Brokelmann, den Vorstandsvorsitzenden der Brodus AG, das Konzept der Zukunft. In seinem Buch erklärt er, wie die scheinbar überlegene Konkurrenz aus dem Internet geschlagen werden kann. Mein Buch, Der vernetzte Laden, da habe ich die Ursachen untersucht, also damit wir nicht einfach reflexartig einfach nur Amazon nachmachen, sondern uns wirklich anschauen, was machen stationäre Händler gut und was sind die Vorteile von Onlinehandel. Im stationären Kauf, da kommt der Kunde in den Laden und schildert sein Problem. Im zweiten Step wählt er dann aus dem Sortiment, das vorhanden ist, ein Produkt. So funktioniert es im Stationären, ist er abhängig vom stationären Händler. Im Internet geht das ganz anders. Im Internet recherchiere ich, gucke, schaue auf der Herstellerseite irgendwo Vergleichsforen, lese vielleicht auch eine Bewertung. Und nachdem ich genau weiß, welchen Artikel ich möchte, dann suche ich mir dazu den passenden Händler. Die Auswahl des Händlers ist dann abhängig von Verfügbarkeit. Hat er das überhaupt? Und die muss sichtbar sein, weil wenn ihr die irgendwo bestellen könntet, dann weiß das der Kunde nicht. Und deswegen geht der Trend zu immer größerem Sortiment. Und die Kunden finden das toll, die spezialisieren sich immer mehr und der Ralf hat ein Problem, weil er das alles gar nicht mehr im Laden haben kann. Das sind die Produkte, die verkauft man so oft, dass es sich lohnt, dass man es im Laden hat. Und das sind die Produkte, eine riesengroße Breite, aber die verkaufe ich nur so selten, dass es nicht lohnt, dass ich das Produkt im Laden habe. Das ist der Longtail und mit dem muss ich umgehen. Und genau das Problem lösen wir mit Kiosk. Wenn ihr das leisten könnt, dann seid ihr die erste Wahl auch beim Online-Kauf. Der Unterschied ist, dass ihr zusätzlich noch vor Ort seid. Ihr seid darum besser. Ich behaupte, wir behaupten, mit dem vernetzten Laden könnt ihr tatsächlich Online-Verkäufe machen, und zwar besser wie die Online-Pure-Player. Internet ja, Anonymität nein. Der Online-Shop in der Nähe hat beides. Fast unbegrenzte Auswahl und den perfekten Service. Wenn ich bei Amazon einkaufe, ist es egal, ob Amazon bei mir in der Stadt ist oder ob es in Tokio sitzt oder wo auch immer. Weil für mich das Resultat immer das gleiche. Ich bekomme mein Paket nach Hause geliefert und ich habe mit den Leuten, die dahinter stehen, überhaupt nichts zu tun. Der Online-Shop in meiner Stadt bedeutet, das ist der Händler, den ich kenne, bei dem ich dann auch die Ware kaufe, bei dem ich die Dienstleistungen wahrnehmen kann. Bei Amazon landet es bei mir vor der Haustür. Durch die Storeship-Funktionalität ist es so, dass der Kunde in den Laden kommt, hat die Möglichkeit, sich das Handy direkt einrichten zu lassen. Er kann sich gleich eine Folie dazu kaufen oder eine Handytasche. Und der Händler selber kann dann hier das Menü mit seinen eigenen Inhalten befüllen. Das bedeutet, er kann zum Beispiel sagen, ich stelle mal unser Team vor, damit man auch sieht,
wer steht denn hinter diesem Laden oder was sind meine Dienstleistungen, wie sieht der Laden aus, was hat der für Besonderheiten. Eben das Schöne ist, man braucht halt überhaupt keinerlei Kenntnisse davon. Sieht aus wie Word, kann hier direkt reinschreiben, ich kann das verändern. Dann sieht man, dass man mit wenig Aufwand das alles pflegen kann. Berlin, Düsseldorf, Nürnberg, Hamburg. 4 Großstädte, knapp 1000 Besucher und jede Menge Neuheiten. Die Brodus Roadshow 2015.